Wir haben ein erstes Schiff gefunden. Es heißt Markab, ist ein ehemaliger Lotsenversetzer, der in der Nordsee eingesetzt war. Wir haben davon erfahren, dass es in Pula in Kroatien liegt, sind dorthin gefahren, haben uns das Schiff angesehen, haben die Rettungseinrichtungen getestet und sind zu der Überzeugung gekommen, dass es ein ausgezeichnetes Rettungsschiff für unsere Zwecke ist. Das Schiff ist 56 Meter lang und es kann 400 Menschen, unter Umständen bis zu 800 Menschen, aufnehmen und wird eine Besatzung von 10 Mann haben. Es wird zusätzlich eine Rettungskrew haben aus Ärzten, Krankenpflegern und Krankenschwestern. Das heißt, insgesamt werden wir 22 Menschen an Bord haben, die alle an der Rettung beteiligt sein können. Wir können diese Leute an Bord nehmen und wir können sie auch nach innen an Bord nehmen. Wir haben zwei Räume dort unter Deck, die groß genug sind, um bis zu 150 Menschen unter Deck zu haben. Wir wollen dieses Schiff so schnell wie möglich jetzt finanzieren und losschicken und zwischen Lampedusa und Libyen zum Einsatz bringen, gerade jetzt in den Wintermonaten, wo viele andere Rettungsschiffe nicht mehr fahren können, die klein sind oder die die Möglichkeit nicht haben, die Menschen unter Deck zu nehmen. Wir wollen dann dieses Schiff als sozusagen schwimmende Rettungsstation auf See weiter betreiben, solange die Notwendigkeit besteht. Helft uns, dass wir losfahren können. Unterstützt uns bei der Seenotrettung im Mittelmeer.